Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, hier bin ich auch wieder. Ja, da läuft ja schon jemand ins Bild. Der Ultrauner. Hallo Ultrauner. Hallo Larion. Ja, und jetzt läuft die Aufnahme auch, nur die Uhr noch nicht. Moment, ich schalte eben die Uhr an. So, ja, okay, die Uhr läuft. Wunderbar, alles ist gut. Und es ist jetzt mittlerweile auch Tag geworden. Morgen. Ja, okay, gut. Ja, dann lass uns anfangen. Das letzte Mal habe ich aufgehört, noch in der Minenscheune, meine ich. Und ich habe ja noch das Inventar aufgeräumt und da habe ich doch tatsächlich noch was übersehen. Das will ich gerne noch eben hinbringen und da hinsetzen. Nur mal so, damit ich das endlich abgehakt habe. Und ansonsten werden wir heute zum Kreisdorf gehen und da weiterbauen. Wunderbar, ich freue mich schon. Ja, Ultrona, du hast ja schon ein bisschen vorgebaut. Oder dir, irgendwie Gedanken gemacht oder so? Ich habe mir ein Design überlegt, ja. Ja, genau. Und das willst du heute umsetzen und ich habe mir auch ein Design für das nächste Haus überlegt. Und das will ich heute umsetzen. Davor will ich aber eben noch schnell in die Minenscheune und den Seelensand dahin platzieren. Und dann will ich noch was bauen. Und zwar einen Teleporter. Damit nämlich Ultrona... Ja, damit du dich von deiner Baustelle immer ins Lager teleportieren kannst und wieder zurück. Das ist eine gute Idee. Ja, und also ich hoffe, dass das klappt. Ich muss die Teleporter eben bauen und aufstellen und dann, ja, klappt das hoffentlich. Und wenn nicht, dann muss ich mich eben noch abseits der Aufnahme mal drum kümmern, ob sich das machen lässt. Okay, gut. Dann, Ultrona, würde ich sagen, ich teleportiere mich jetzt mal voraus eben in die Minenscheune. Das ist ein Gebäude, das du noch gar nicht kennst, weil ich ja jetzt ziemlich viel vorproduziert habe wieder. Ich wollte sagen, aktuell bist du noch auf dem Weg. Was heißt, du hast, glaube ich, gerade den Platz dahin gefunden. Ah, das ist gerade aktuell. Also jetzt aktuell, wo wir die Sache hier jetzt aufnehmen. Ja, gut. Also ich gehe mal voraus hier und dann hole ich dich hinterher. So, zack. Da bin ich schon. Und jetzt, Moment. Da ist er weg. TP. Verlässt mich. So, jetzt bist du auch da. Guck mal, das ist meine Minenscheune. Und da steht der Kastenkumpel. Habe ich von dem auch schon erzählt? Ich meine schon, ne? Du wolltest ihn bauen, ja? Ja, also da ist er jetzt gebaut und da steht er und arbeitet schon. Und hat schon ziemlich viel rausgeholt. Also Boden, ja. Ich glaube, ich muss den bald ausleeren. Ja, doch. So, ich wollte hier noch ein bisschen Seelensand hinsetzen. Boah, wo denn hin? Hier doch. Das, oder? Dann, Moment, hier, so. Ja, doch, das würde ganz gut passen. Jetzt wäre es noch... Ah, jetzt habe ich da ja nichts anderes mehr. Ah, okay. Gut, ich teleportiere mich eben wieder zurück. Bin gleich wieder da, Ultrona. Ja, ich warte hier. So, ich brauche da noch ein paar... Platten hier, die... Diese Dinger hier. So, und schon geht's wieder zurück. Schön ist geworden. Dein. So, ja, genau. Da kommt noch so ein Haufen hin. Ich stehe mir im Weg. doch nicht so. Na gut, ich mache erst das hier. Nee, das geht dann wieder nicht. Das ist eine große Scheune geworden. Ja, sollte sie auch. So, jetzt haben wir das. So, wo bist du denn? Hier hinten irgendwo bei dem ganzen Gerümpel? Nee, ich bin draußen. Ach, draußen, okay. Da du die Scheune jetzt siehst, zu einem Zeitpunkt, wo sie bei den aktuellen... Was, wo? Ach da, wo sie jetzt bei dem aktuell laufenden Let's Play noch nicht gebaut ist, kannst du denn irgendwie was mit dieser Scheune assoziieren? Vom Aussehen her, oder? Ja, genau. Ja, also sie bekommt mir bekannt vor. Aha, Kann es aber auch jetzt nicht irgendwie zuordnen. Ich hätte jetzt, weiß ich nicht, irgendwie so ein Farmville oder so? Ja, das kommt gut hin. Das soll eine Scheune sein nach dem Vorbild, nach dem amerikanischen mittleren Westen. Stimmt.
wo so große so industrielle Scheunen da so stehen. Und so sollte das aussehen. Sehr gut getroffen. Ja, haha, schön. Gut. Wunderbar. Ja, das war meine Absicht. So sollte es sein. Okay, dann sind wir hier aber auch fertig. Ich wollte nur diesen Sand noch hinsetzen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder. Nee, warte, wir können. Oder nee, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon Materialien? Nee, hast du nicht. Ich habe. Nö. Ein Bett, also, ein bisschen Kartoffeln. Ja, Materialien haben wir doch keine. Und dann müssen wir erstmal ins Lager. So, ich bin mal voraus. Und dann kann ich einfach das hier machen. So, da sind wir wieder im Lager. Jetzt kannst du dich eindecken mit Sachen, die du brauchst. Ich räume mal die Sachen hier wieder weg. Ja, ich weiß so grob, was ich brauche. Ja, das ist gut. Und ansonsten werde ich mich mal dran machen, den Teleporter zu bauen. Das ist eine gute Idee. Und dann stelle ich... Ach so, ja genau, den will ich gerne... doch da hinstellen. Also dieses Tülüt im Hintergrund, das ist irgendwas über, na, wie heißt das, Ultroner, worüber kommunizieren wir gerade? Discord? Discord, ja, genau. Genau, also das ist was von Discord. Das nervt mich. Ja, will ich das da? Ich hab kein Tülüt. Doch, ich höre das immer wieder. Da ist... Also da schreibt eben irgendjemand eine Nachricht und ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das wegkriege. Ach so, du kannst ihnen sagen, dass du die Server stumm schalten möchtest. Das habe ich auch schon gemacht. Den Server stumm schalten? Naja, du hast ja links an der Seite die ganzen Buttons. Moment von den mal. Einzelnen Kanälen. Ach so, ja. Und dann einfach rechtsklick drauf und sagen Server stumm schalten. Ah, okay. Ja... Ich schalte die mal alle durch. Ich brauche Glas. Okay. Und ich plündere deinen Ton. Ja, mach mal. Jetzt muss ich aber die Uhr wieder sehen. Moment. Ja, da. Okay. Ja, jetzt habe ich das mal gemacht. Jetzt müsste es gehen. Okay. Da soll also der... Wenn das hoch genug ist, muss ich dann eben schauen. Sollte aber eigentlich. Ich pack mal alles andere wieder weg. Und sammle mal. Wie war das? Ton musste ich vorher erst brennen und dann färben, ne? Ja, da ist aber schon was Gebranntes da. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Ja, doch, ein bisschen was. Ja, aber nicht in weiß. In weiß? Ist da nichts in weiß da? 20 Blöcke, die habe ich schon. Ach so, okay. Ja, dann ist da eben nicht mehr. So, die Kiste kann ich mal wegbringen. Ach so. Da, okay. So, was brauchen wir jetzt alles? Hier, da haben wir das. Diesen Teleporter brauche ich da. Glas, Eisenblöcke, Rotsteinblöcke, Diamanten und eine Enderperle. Und ich brauche hier mindestens 2 von all dem. Nee, Moment. Nimmst du den normalen Teleporter? Was meinst du mit normalen Teleporter? Es gibt auch noch einen Ender-Teleporter. Ach so, ja. Nee, den nicht. Was war das? Na ja, Glas brauche ich noch, genau. So, jetzt bin ich aber gespannt. Also ich habe das mal ausprobiert. Das hat auch funktioniert, aber das ist schon wieder eine Weile her. So, was brauche ich jetzt noch? Glas, Eisenblöcke. Ja, guck mal hier, da habe ich sogar 11 Stück hier. So, damit sollte ich doch eigentlich alles haben. Ah, nee, Diamanten noch. Oh, Diamanten. Haben wir aber auch hier. So, ich brauche noch. Ach so, Rotstein. So. 2 Stück davon. Also nach meinem Design bin ich sehr tonlastig. Ja, ist okay. Wenn wir keinen Ton mehr haben, dann müssen wir eben noch welchen machen. Ach so, du kannst noch welchen machen, das ist gut. Ja, ja, aus Wasser, Essenzen und Erdessenzen. Also du musst jetzt nicht extra nochmal losgehen und farmen, das ist schön. Nee, muss ich nicht. Die Essenzen sind da. Die sind drüben im Agrarplatz, aber der Ton muss eben noch gemacht werden. Ja, der Ton selbst ist ja dann noch nicht da.
So, also ein Teleporter ist fertig, den setze ich jetzt mal da rein. Ja, okay. Und jetzt müsste das so gehen, dass man hier... Ja, genau, hier. Da muss man jetzt was reinlegen, das ist eben der Schlüssel. Und mit diesen Teleportern funktioniert das so, dass die wie so eine Perlenkette funktionieren. Und überall, wo eine Perle ist, da ist eben so ein Teleporter und man kann sich dann immer so im Kreis teleportieren, von einem Teleporter zum anderen. Ah, okay. Und alle Teleporter, die einen bestimmten Schlüssel oder den gleichen Schlüssel haben, die gehören zusammen. Das heißt, auf diese Weise kann man mehrere Kreise machen. So, und ich mache das jetzt einfach mal mit Bruchstein. Ich werde jetzt mal hier einen Bruchstein reinpacken. Und jetzt teleportiere ich mich mal zum Kreis Hausdorf. Und werde mal hier, da. Oh, es ist ja gerade Nacht. Ultrola, wollen wir uns mal eben hinlegen? Ja. Ich will ja nicht gerne da draußen rumlaufen, wenn es Nacht ist. Okay, ich auch. Oh, da ist die Nacht schon vorbei. So schnell geht's. So, also ich will mal, den Teleporter kann man ja wieder versetzen dann, aber ich will ihn jetzt mal dahin bauen, wo du dich dann die meiste Zeit aufhältst, also kurz vor dem Haus. Ich habe hier nur zwei Creeper entdeckt. Das heißt also, wenn du den abbaust, behält die Koordinaten, oder? Weiß ich nicht. Der aktualisiert sich wahrscheinlich, wenn du neu setzt, ne? Ja, denke ich mal. So, hier soll also das Haus hin. Dann werde ich den einfach mal da hinsetzen. No teleporters found that match your key. Ja, ich habe hier noch keinen Schlüssel reingelegt. Das kommt doch jetzt erst. Hier so. Plopp. Ansonsten muss man einfach nur drüber laufen. Jetzt habe ich den Schlüssel da reingesetzt. Jetzt laufe ich da mal drüber. Dann müsste ich gleich wieder in der Dingsbums rauskommen, im Lager. Ich probiere es jetzt mal aus. Wird erst überleben. Ja, doch. Wird also, er da ankommen, wo er hin will? Ja, ich bin angekommen, wo ich ankommen wollte. Ich habe es auch überlebt. Mir geht's ganz gut. Ja, wunderbar. Das funktioniert. So soll es doch sein. Jetzt mache ich das rückwärts nochmal. Ja, okay. Funktioniert. Test bestanden. Jawohl, sehr gut. Funktioniert. Also, Ultron, guck mal. Da kannst du jetzt reingehen. Und dann kommst du Moment. Da raus. Was? Hier, da. Ah, da, ja. Ja, genau. Da kannst du reingehen und dann kommst du da raus, wo du das Haus bauen willst. Ah, sehr schön. Hat's funktioniert? Ja, wunderbar. Da ist er ja wieder. Ja, okay, wunderbar. Sehr schön. Dann kann ich ja die Sachen hier wieder aufräumen. Ich habe eine eigene Kiste für Rotstein, okay. Ist mir jetzt gerade mal bewusst geworden. Ist aber wohl auch nicht verkehrt. Weil ich da ja ziemlich viel habe. So, ja, schön, dass das mit den Teleportern klappt. So, und jetzt kannst du eben selbstständig immer zwischen Baustelle und Lager hin und her wechseln und dich bedienen und so weiter und bauen. Sehr gut. So. Ach, du brennst Ton. Hast du auch Leder? Ich hab schon gerade geguckt. Also du könntest ja einen effizienten Ofen bauen. Einen effizienten Ofen? So Premium Furnace. Ach so, ja. Ja, ich weiß, aber nö. Der ist schnell. Halt. Ja, der ist schneller, aber ja, ich bin mit denen auch zufrieden. Die gefallen mir farblich besser. So. Zur Not kannst du ihn auch verstecken. Nee, dann komme ich ja nicht so leicht heran. Ach nö, ich bin zufrieden mit denen. So wie sie sind. So, ja, dann kann ich jetzt auch mal Sachen einpacken. Weißt du was, Ultrona? Was denn? Mir ist gerade eingefallen, dass ich auch weißen Ton brauche. Schön. Gut. Ich werde mal Ton bauen. Ich wollte gerade sagen, du wolltest auch Ton machen, ne? Ja. Ich gucke schon mal nach Knochenmehl. Ja, Knochenmehl sollte ich genug da haben. Und Knochen kann ich auch bauen, wenn es denn sein muss. Ich bin schon so ein bisschen durch die Modpacks, die ich spiele, sehr verwöhnt. Ja. Wie war das jetzt? In der Ecke muss die Erde hin, meine ich. Oder gerade andersrum? Nö, gerade andersrum. Ja. Zur Not einfach nachgucken.
Nee, ich hab schon. Also es gibt da ja nur zwei Möglichkeiten, wie das sein kann. Und die erste, die ich gewählt habe, war es natürlich nicht. Das ist meistens so. Moment mal, ich kann das doch einfacher machen. Moment, das hatte ich doch schon mal. Dein. So, Ton, das ist dann der, ja genau, der hier. So, jetzt habe ich, glaube ich, hier alles durchgeguckt und jetzt sagst du mir, dass es eine Etage tiefer ist, ne? Was denn? Knochenmehl. Ach so, nee. Das müsste in der Werkzeug, ne, in der Materialkiste sein. Also kann sein, dass gerade nichts mehr da ist. Würde mich zwar wundern, aber... Okay, ja. Ich komme mal eben. Kann ich selbst nachschauen. Hier. Ja doch, da sind noch Knochen und Knochenmehl auch. Und da sind sogar Knochenblöcke. Hier, da. Ja, also da ist genug da. Dann baue ich erstmal gerade weißen Ton. So, jetzt habe ich hier Ton. Der muss aber noch gebrannt werden. Oder das war das so, dass man nur gebrannten Ton färben kann? Ja, genau. Okay, gut. Wieso ist denn das da drin? Ach, du brauchst auch Ziegel. Ich brauche auch Ziegel, na klar. Ah, okay. Ich sag ja, ich bin sehr tonlastig. Ja. Heute. Ziegel, guck mal, Ultroner, guck mal hier oben, da habe ich noch jede Menge Ziegel. Oh ja, okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob das reicht, aber... Ja. Dann retten wir mal den anderen Ton hier. Hätte ich ja gar nicht so viel klein machen müssen. So, und der Rest kann da noch rein.